Oh, okay, du nehmen wieder mit, sie. Ja, du hast mich vergessen. Ich, was? Ich darf sie nicht mitnehmen. Oh, Gonzalo, das war ja deine Polizeihund. Ja, weil ich kein Taxi bin. Warum ist es nicht ein Taxi? Es gibt kostenlose Taxis. Ja, du hast mich doch eben auch mitgenommen. Ja, da war es aber ein Straftäter, den ich abhandeln musste. Jetzt sind sie verletzt für mich wieder. Ja, aber... Nix da aber. Jetzt hab ich gegen dein Auto getreten. Nimm du mich jetzt mit. Doch mal Beschädigung. Ja, jetzt nehmen wir dich gleich wieder mit in die Seile. Oh, ich will mich mitnehmen. Ich muss weg. Oh, Gonzalo. Sei ihn schon unter die Brücke. Ich weiß gar nicht, wo müssen... Oh, no. Ah, ich sei ihn gleich da bei die Auto. Oh no, der Gonzalo. Ist ganz still. Gonzalo, lauf ihn über die Berge. No, ich... Über die Rasen. Ach. Wir klettern über die Mauer. No, no, der... Der hat eine dicke Bauch, der schaffe mich dich einzuholen. Ah, bin zu viel Kuchen gegessen, sie? Oh no. Ja, ich bin die also zwei fußläufige Personen, die mein Auto getreten hat und sagt, oh no, ich muss hier reinlaufen. Oh, ich muss dich aus der Hand packen. Oh no. Kommen Sie da runter, Schwein, so. Oh no, no, no. Hände in den Kopf. Hände in den Kopf. Ich muss meine... Oh, Moment. Oh no, Gonzalo, wo sei denn du? Einer hat reicht. Oh, oh no, tut mir leid. So. Runter von der Mauer. Oh ja, ich komme runter. Ich drüber, runter. Okay. Auf dem Pink Cage Gelände, direkt beim Parkplatz unten. So, Vorrichtung Straße. Okay. Kann doch nicht wahr sein. Oh, du hättest mich doch einfach Richtung Stadtpark nehmen können. Ende Gelände jetzt, mir reicht's. Wieder Armfesseln dran und den Stahlring nehme ich jetzt ganz ab. Oh no. Digga, was ist hier los? Ja, die wollen mich verhaften, helfe mir. Die Waffe weg. Kannst du mal ganz schnell die Waffe weg? Nimm so die Waffe weg. Was wollt ihr hier? Die Waffe weg. Ja, nimm die Waffe runter, dann erklären wir es dir. Oh no. So, die kommen erstmal mit. Kollegen machen den Rest. Du stehst ja auf unserem Gelände. Was willst du denn jetzt von mir, Alter? Nehmen Sie die Waffe weg. Okay. Hersteller, schicken Sie mal noch eine weitere Einheit Richtung Pink Cage, was so mit Waffe? Ja, er wollte mir bestimmt helfen oder so. ...56 war das Fahrzeug Jugula vor Pink Cage Gelände angekommen. Ja, hätten sie nicht gegen das Auto gedreht, wären sie immer noch ein freier Mensch. Jetzt kommt sie mit. Der Auto hätte mich einfach mitnehmen können. Sollen wir dir was abtransportieren? Er muss sofort zu meinem Auto wieder. Und da schützen wir lieber die anderen. Also ich muss sofort zu meinem Auto. Geh lieber mal zum Pink Cage dazu. Oh no, Gonzalo, komm ich schnell. Ein. Sir, nein. Nein. Doch, komm hin. Wenn sie da einsteigen, werden sie getasert. Ich würde es mir zweimal überlegen. Wenn du nicht einsteigen, dann ich räume nie wieder auf die Wohnung. Ma'am, sie fahren weiter. Oh, sie muss die Wohnung aufräumen. So, ja. Du setzt dich jetzt erst einmal hier in den Karre rein. Ab. Du stehst in den Weg. Ja, bring es dir nicht auf dem Auto. Du machst auch nur Blödsinn. Oh, ich hab gar nichts so, gemacht. Mach mal hier die Tür auf und rein mit dir. So, angeschnallt und Tür zu. Ja, hole mich PD, aber ich hab kein Geld mehr. Ich komm gleich mit dich. So, Leute, stellt bitte nur 7 Minuten rein in die Wohnrichtung. So, du bist ja derjenige, der in den Streifenwagen getreten hat, oder was? Ja, er habe gesagt, er kann mich nicht mitnehmen. Denn ich habe gegen, weil ich keine Straftäter bin. Denn ich habe gegen sein Auto getreten und gefragt, ob er mich mitnehme. Okay, kennst du deine Rechte, oder was wirst du verlesen? Was für Rechte?
Gut, du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet. Du hast das Recht, jederzeit einen Anwalt zu Rate zu ziehen. Solltest du dir keinen leisten können, wird er noch im Stadt gestellt. Sollte keiner erreichbar sein, musst du dich selbst vertreten. Hast du deine Rechte verstanden? Assi. So, Tür auf. Was hast du? Ja oder nein? Assi. Gut. Rechte sind verlesen. Viel Spaß. Ja, oder nein, gerade eben schon gehabt. Ich kann wieder in die Akte hinzufügen. Hoi, Mann. Das ist eine Tag, ich sage dir. $500. Bitte was? Ja, diesmal wird's teurer. Ja, wieso? Ja, weil sie gerade eben schon eine Sachbestätigung gemacht haben. Und jetzt aufgrund deswegen nochmal eine. Also. Ja, ich hab doch nur leicht gegen deine Auto getreten. Das ist eine Sachbeschädigung. Ja, aber du kannst mich doch jetzt. Wenn ich doch auch eine Sachbeschädigung. Ja, aber überlege doch mal. Ja. Du kannst mich jetzt mitnehmen, oder? Nein, ja, hier rein. Dann ja, aber ich wollte doch nicht hierher, ich wollte zur Stadtpark. Ja, ich bin kein Taxi, wie oft noch? Ja, das... Oh Mann. Ach, echt, Eis, das ist doch gar nicht erst angefahren. Och, ich sage dir, das ist ein Tag heute. Ja, fragen Sie mich mal. Ja, wie ist dein Tag so? Ja, bevor ich sie gesehen hatte, war Suppi. Ja, aber... Du habe eine kleine dicke Bauch, oder? Alter, wirklich. Ja. Ja, weil du bewahre nicht so schnell. Ich dachte, du laufe schneller. Ja, ich musste erstmal hier mich abschnallen, musste aussteigen, dann muss ich in die Nähe rennen. Sie gehen da rein. Okay, ich soll mit denen kuscheln. Nein, sie gehen nicht mit mir kuscheln. Sie gehen da rein, ich meine, die Handschuhe sind los und dann gehe ich wieder raus. Hi. Ja, wir sind, ist es eine Zwei-Mann-Zelle oder was? Achso, da liegt ja einer. Grüße. Dann kommst du noch mit raus. Ey, nein. Oh, no. Okay. Oh, ich muss sie abhandeln. Sie bleiben da noch ein bisschen. Okay. So, einmal rauskommen aus dem... Nein. Ja, wie jetzt? Gonzalo, raus da. Oh, no, ihr weiß nicht, was Mann, er will. Mann, hier. Wie kommst du da drüben rein? Heute war er doch ganz nett. Oh, warte, du musst wieder... Ja. Ganz ruhig hier, komm an die Gittertür. Ja, ich komme. Hey. Was ist mir hier noch gestanden? So. Ja, und was machen wir jetzt? Fahre du mich jetzt zur Stadtpark? Nee, jetzt kommt ja noch mal eine Strafe obendrauf. No, ich hab gar kein Geld mehr. Das ist nicht mein Problem. Da kommen jetzt noch mal $340 obendrauf auf diese $500. Ja, da ich muss meine Frau anrufen. Ja, was sagst du? 340? $340.